Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Haarvideo nach so langer Zeit, und zwar Keratinbehandlung. Ich habe gerade eine Keratinbehandlung gemacht und die natürlich für euch Schritt für Schritt mitgefilmt. Und ich liebe das Ergebnis, also wie ihr sehen könnt, super glatt, meine Haare fühlen sich unnormal weich an und ja, Keratin ist einfach Gold wert. Ich werde aber jetzt nicht allzu viel drum herum reden, fangen wir direkt an. Der erste Schritt ist, dass ihr eure Haare mit einem Clarifying Shampoo gründlich reinigen müsst. Ich benutze hier das von Way, weil ich das schon zu Hause hatte. Das ist das Detox Shampoo, wie gesagt von Way, und ist für alle Haartypen geeignet. Sieht so aus. Wie gesagt, ich habe jetzt das hier benutzt, weil ich das schon zu Hause hatte, weil ich das auch, wenn ich mal nicht Keratin in den Haaren habe, einfach so zwischendurch mal gerne benutze. Aber ihr braucht euch das jetzt auf gar keinen Fall nur für eine Keratinbehandlung kaufen. Also da gibt es wesentlich günstigere. Und die Marke, von der ich dieses Keratin habe, die haben dann auch nochmal Clarifying Shampoos, auch in verschiedenen Größen. Also ihr müsst auch nicht so eine große, Größe kaufen, sondern da gibt es wirklich auch kleine für den einmaligen Gebrauch oder zweimaligen Gebrauch. Genau, aber wie gesagt, ich habe jetzt das benutzt, dann musste ich mir nämlich nicht ein extra Clarifying Shampoo kaufen. Das macht nämlich dasselbe. Wenn ihr das natürlich zu Hause habt, ist es super. Ich liebe das Shampoo, ich finde es auch sehr, sehr gut, obwohl es meine Haare wirklich sehr, sehr, sehr gründlich reinigt. Finde ich, dass es im Gegensatz zu anderen Clarifying Shampoos trotzdem meine Haare nicht so extrem trocken und strohig aussehen lässt. Natürlich, jetzt wie ihr sehen könnt, ohne Keratin, meine Haare sind natürlich ein bisschen frizzig und strohig und vor allem auch wegen dem Clarifying Shampoo. Wie gesagt, ein Clarifying Shampoo, wie der Name schon sagt, macht eure Haare super, super sauber. Also er befreit wirklich alle Rückstände vom Haare, so wie Silikone und alles Mögliche, was so in den typischen Shampoos drin ist, was ihr dann jedes Mal aufträgt und sich dann in die Haare sozusagen ansammelt, in die Haare ansammelt, das bekommt ein Clarifying Shampoo wirklich weg. Ihr solltet auf jeden Fall eure Haare mindestens zweimal mit einem Clarifying Shampoo waschen. Ich habe das jetzt dreimal gemacht und ich mache das sehr, sehr gerne, dass ich das auch, wenn ich es auftrage, ein bisschen einziehen lasse. Nachdem ihr eure Haare mit dem Clarifying Shampoo gewaschen habt, solltet ihr eure Haare föhnen oder, ja, ich habe sie zum Beispiel jetzt Luft trocknen lassen. Ich zeige euch sie mal. Also sie sind wirklich komplett trocken. Wenn ihr noch zwischendurch so ein paar nasse oder feuchte Stellen habt, dann würde ich nochmal mit einem Föhn drüber gehen. Aber ich habe sie jetzt einfach Luft trocknen lassen. Und jetzt tragen wir zusammen das Keratin auf. Ich zeige euch mal, welches Keratin ich benutze. Ich hatte damit schon mal Erfahrungen gemacht. Ich habe ja schon mal ein Keratin-Video gemacht. Das war jetzt schon vor Jahren her und ich finde das Video auch wirklich nicht gut, deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich nochmal so ein neues Video mache. Ich benutze jetzt hier das Keratin von der gleichen Marke, aber es ist ein anderes Keratin. Also die Marke hat ja verschiedene Keratinprodukte für verschiedenes Haar, sage ich mal. Und ich habe hier das Pure von Choco Coco Professional. So sieht es aus. Es ist jetzt eine etwas größere Größe. Gibt es aber auch in kleineren Größen und auch als Set mit dem Clarifying Shampoo und so weiter. Ich hatte damals, glaube ich, das klassische Keratin benutzt und war auch super happy damit. Und diesmal habe ich das Pure genommen. Also lest euch da ein bisschen durch, was vielleicht für eure Haare am besten geeignet ist. Ich hatte mich jetzt dafür entschieden. So sieht es aus. Und ich muss dazu sagen, dass ich das schon mal benutzt habe und wie ihr sehen könnt, ist noch super, super viel drin, obwohl ich das schon einmal benutzt habe und wirklich sehr lange Haare habe. Denkt bitte an Einweghandschuhe, die brauchen wir jetzt auch. Und wir werden meine Haare so ein bisschen einteilen und dann müssen wir wirklich Strähne für Strähne dieses Keratinprodukt auf die Strähnen geben und dann mit einem Kamm das Überschüssige entfernt. Ich kämme jetzt nochmal meine Haare gut durch, damit ich auch wirklich keine Knoten habe. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare, where you could be right back in my arms.
Jumps into the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't as old, but you fill me up and I can feel. Achtet auf jeden Fall darauf, dass die Strähnen nicht zu dick und nicht zu dünn sind. Ich habe jetzt meine Strähne so dünn gemacht. Handschuhe natürlich nicht vergessen. Ich lasse das Video jetzt einfach so ein bisschen schneller laufen. Ihr seht ja genau, was ich mache. Ich nehme mir ein bisschen Produkt auf die Hände, verteile es, kämme es nochmal mit dem Kamm aus und mache so weiter. Hier seht ihr jetzt einmal, was übrig bleibt, und das werde ich dann einfach für die nächste Strähne weiterverwenden. Also ich würde es nicht abwischen oder so, das ist ja einfach nur Produktverschwendung. Benutzt es ruhig gerne für die weiteren Strähnen einfach weiter. Was ich auch noch anmerken möchte, ist, versucht auf jeden Fall das Produkt bis in den Ansatz einzuarbeiten, aber passt bitte auf, dass ihr das Produkt nicht auf eure Kopfhaut drauf gebt. Langsam merke ich auch, dass meine Augen anfangen zu brennen. Deshalb werde ich mir jetzt eine Brille aufsetzen, und ich würde euch auch empfehlen, die Fenster während der ganzen Behandlung einfach komplett aufzulassen. So, meine Haare sind jetzt komplett mit Keratin bedeckt. Meine Augen brennen auch schon total. Ich setze wieder meine Brille auf und hoffe, dass es ein bisschen besser wird. Gerade hier, gerade an den Spitzen, wo jetzt die ganze Zeit die Sonne total drauf knallt, ist das Keratin natürlich schon getrocknet. Aber das ist sowieso nicht schlimm. Schritt Nummer 3 ist, dass wir das Keratin jetzt ein bisschen antrocknen. Ich mache das Ganze mit einem Föhn. Es muss nicht perfekt sein. Ihr müsst jetzt keinen super Blow-Dry machen, sondern trocknet sie einfach, dass sie ein bisschen ja, nicht mehr so feucht sind, und danach geht es schon ans Skelett. So, ich habe jetzt meine Haare trocken geföhnt mit meinem Dyson, und der nächste Schritt ist jetzt natürlich das Glätten. Ich benutze hier ein Remington Glätteisen. Ich verlinke euch aber alle Produkte und Geräte, die ich benutze, in der Infobox, also da werdet ihr alles wiederfinden. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer zu filmen, weil meine Augen wirklich sehr tränen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass euer Glätteisen heiß genug werden kann. Also ich weiß, dass GHD Glätteisen nicht wirklich geeignet sind für eine Keratinbehandlung, weil sie halt eben nur, weiß nicht, wie heiß sie werden, 150 Grad oder so. Und ihr braucht wirklich ein Glätteisen, das wirklich eine hohe Temperatur annehmen kann. Ich habe hier mein Glätteisen auf 230 Grad eingestellt. Das ist auch die Höchsttemperatur von dem. Wir werden die Haare wieder in Strähnen aufteilen und müssen sie dann wirklich circa 7 Mal pro Strähne glätten. Ich weiß, das ist extrem viel, aber das ist wirklich ein wichtiger Schritt, dass ihr wirklich kleine Strähnchen nehmt und wirklich mindestens 7 Mal drüber geht. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu filmen. Ich werde euch jetzt nicht Strähne für Strähne zeigen, weil es wiederholt sich ja natürlich nur alles. Und ich muss sagen, meine Augen tränen so stark. Ich teile mir wieder meine Haare in 2 Partien erstmal auf. Die könnt ihr natürlich einteilen, wie ihr wollt, wie ihr am besten arbeiten könnt. Ich mache das jetzt einfach so. Teile sie dann nochmal in so eine grobere Partie ein.
Und diese große Partie teile ich dann auch nochmal immer auf. Also ich nehme dann wirklich solche Strähnen und den Rest klippe ich mir weg. So, und jetzt fangen wir direkt an. Das wird jetzt wahrscheinlich noch stärker in den Augen brennen. Aber here we go. Eins. Ich nehme auch meinen Tangle-Teaser zu Hilfe. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs und sieben. Wie gesagt, das wiederhole ich jetzt am ganzen Haar und melde mich dann gleich nochmal. Hier einmal ein kurzes Zwischenergebnis. Das ist die Seite, die ich noch nicht gemacht habe und das ist die Seite, die ich gemacht habe. Moment. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, wie glatt diese Seite ist. Und wie aufgeplustert diese Seite ist. So, ich bin jetzt fertig mit dem Glätten. Wie ihr sehen könnt, meine Haare sind so krass glatt und sie fühlen sich so unglaublich weich an. Also das ist so krass. Meine Haare sind nie so glatt wie mit einer Keratinbehandlung. Also da kann ich machen, was ich will. Aber ich habe jetzt überhaupt gar keinen Frizz mehr. Nichts. Also sie sind einfach perfekt. Und genau, jetzt dürft ihr eure Haare 3 Tage lang nicht waschen. Es ist ein bisschen schwer. Ich würde auch, wenn es geht, auf Trockenshampoo verzichten und die Haare einfach so glatt lassen. Auch am besten nicht hinters Ohr knicken. Das mache ich leider auch sehr häufig. Ihr solltet eure Haare auch nicht zubinden in einen Zopf oder in einen Dutt, damit sie eben keinen Knick haben. Falls ihr einen Knick habt oder eure Haare irgendwie nass werden solltet, versucht ihr auf jeden Fall direkt so schnell wie möglich nachzuglätten. Und nach den 3 Tagen dürft ihr eure Haare dann waschen. Ihr solltet ein fadfreies und silikonfreies Shampoo benutzen. Ich verlinke euch unten mal ein paar Shampoos, die ihr da euch zulegen könnt. Meiner Erfahrung nach gibt es im DM und im Müller, also generell in der Drogerie, leider nicht wirklich Shampoos, die dafür geeignet sind. Deshalb würde ich euch raten, einfach früh genug euch eins zu bestellen aus dem Internet. Und ja, wie gesagt, das war's. Ich blende euch jetzt nochmal kurz ein Nachher-Video ein und ja, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis genauso sehr, wie es mir gefällt. Also ich bin immer total begeistert von Keratin. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt alle noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.